Ja, die Aufgabe A29, wir sehen sofort, dass sich die beiden Parabeln wegheben und wir nur das Dreieck berücksichtigen müssen. Außerdem ist schon eingezeichnet in der Skizze die Höhe b und a, der Funktionsverlauf b durch a mal x. Und wenn wir für x a einsetzen, kommt b raus. Wir sehen also, dass die Skizze auch richtig ist und zum Funktionsverlauf passt. Wir überlegen uns die Fläche eines Dreiecks. Ich wollte das hier in grün machen. Die Fläche eines Dreiecks ist natürlich 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Der Schwerpunkt des Dreiecks kennen wir auch. Der ist, wenn es so rumgerichtet ist, 2/3 mal der Strecke a. Und damit können wir es 2 ausrechnen. Das ist a mal xs. 1/2 kürzt sich raus und wir erhalten 1/3 a Quadrat b. Dann können wir natürlich die Zahlen einsetzen und wir erhalten 333 Einheit Millimeter hoch 3. Und natürlich hat der Lehrstuhl die letzten 3 in 0 verwandelt, weil für ihn sind 4 führende Stellen genug. Das hier also die Endformel, eine einfache Aufgabe und ich denke, nichts weiter dazu zu melden.